Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Autoren, geschätzte Verlagsvertreter, werte Gäste. Im Namen der Fantastischen Akademie darf ich Sie zur Verleihung des Preises für fantastische Literatur Seraph auf der Leipziger Buchmesse recht herzlich willkommen heißen. Wie Sie wissen, ist es der Akademie ein Anliegen, eine Lanze für fantastische Literatur zu brechen. Doch angesichts scheinbar immer größerer politischer und gesellschaftlicher Probleme in der Welt erscheinen einem die Probleme des Genres im allgemeinen Literaturbetrieb klein und bedeutungslos. Furcht in all ihren Spielarten hat Besitz von den Menschen ergriffen. Während die einen um ihre blanke Existenz bangen müssen und lieber den Weg über einen tückischen Ozean auf einem abgewrackten Kahn wagen, als in ihrer Heimat zu verbleiben, bangen andere um den Erhalt ihres hart erarbeiteten Wohlstands oder um die Rendite. Im Herrn der Ringe ist es genau diese Furcht, die Ausgangspunkt für eine epische Erzählung ist, die uns, wenn wir es zulassen, viel über uns und unser Wesen verrät. Blicken wir uns weiter um, so enthalten alle großen und auch kleineren Werke der Fantastik das Element Angst. Warum? Weil sie ein Teil unseres Lebens ist und uns zu großen Taten anspornt. Wer ohne Angst lebt, ist anfällig für schädliche äußere Einflüsse. Doch wer sich vor der Angst beherrschen lässt, der schlägt nach allem, was ihm zu nahe kommt, selbst wenn es eine helfende Hand ist. Die Heldenepen vergangener Tage erzählen genauso wie die fantastischen Geschichten unserer Zeit, die an ihre Stelle getreten sind, von großen Konflikten, von Verschlagenheit und Edelmut, von Schwäche und Größe im Angesicht scheinbar auswegloser Situationen. Sie können uns also als Gleichnis dienen. Sie sind ein Spiegel unserer Gesellschaft. Meine Damen und Herren, ich möchte damit nicht andeuten, dass fantastische Literatur bessere Menschen aus uns macht oder in den Zeilen eines Romans die Antwort auf globale Probleme zu finden sind. Ich möchte jedoch anmerken, dass das Genre von Realitätsflucht und Weltfremdheit ebenso weit entfernt ist, wie man es Werken ernsthafter Literatur so gerne nachsagt. Lesen bildet. Egal welche Form der Literatur man wählt, wer sich dieser Form der Bildung entzieht, beraubt sich eines wichtigen Handwerkszeugs im Kampf gegen die Angst. Wer sich Bildung entzieht, hat den Kampf gegen den Drachen bereits verloren. Ja, als ich überlegt habe, wie ich das einleiten soll, bin ich auf die Idee gekommen, dass ich gerne mit einem Zitat von Altmeister Terry Pratchett beginnen möchte. Dann haben wir gerade 5 Minuten, bevor wir mit der Verleihung begonnen haben, erfahren, dass Terry Pratchett heute verstorben ist. Und wir wollten das Ihnen und Euch gerne mitteilen, weil wir finden, dass es wirklich ein ganz großer Verlust für die Fantastikszene ist. Das Zitat von ihm, mit dem ich anfangen möchte, ist eigentlich ein chinesischer Fluch und lautet: Mögest du in interessanten Zeiten leben. Eines der bekanntesten Bücher von Pratchett trägt denselben Titel. In Pratchetts Geschichte haben die Protagonisten jede Menge Gelegenheit herauszufinden, dass interessante Zeiten für sie gleichbedeutend mit harten Zeiten, Entbehrungen und Prüfungen sind. Nur unaufgeregte und schlichtweg langweilige Zeiten sind es dagegen scheinbar, die Prosperität und privates Glück versprechen. Trotzdem aber, daran kann kein Zweifel bestehen, braucht es die schwierigen Zeiten in der Literatur, die interessanten Zeiten, damit ein Held zum Held werden, damit eine Heldin über sich hinauswachsen kann. Ich habe heute die Ehre, die Laudatio zu halten für den diesjährigen Preisträger. Und man hat mir gesagt, ich soll es spannend machen. Spannend war ja auch schon die Endnominierungsliste. Ich hätte jetzt nicht gewusst, wen ich da nehmen sollte. Und ich verrate jetzt auch schon mal vorab ein Geheimnis. Dieses Jahr ist der Gewinner des Seraph ein Mann. Das sagt nicht so viel. Also weiter. Unendliche Weiten. Aber es sind nicht die des Raumschiffs Enterprise.
Sie erstrecken sich vielmehr unterirdisch, weit, endlos. Die Vorstellung ist gigantisch. Man stelle sich eine Buchmesse vor, die nicht mehr aufhört. Ein Ort voller Bücher. Und ich möchte dazu ein Zitat lesen aus dem Jahr 1344, aus dem Philologium. Wie hoch muss man die wunderbare Macht der Bücher schätzen, da wir durch sie sowohl die Grenzen der Erde als auch der Zeit unterscheiden können. Wir betrachten in ihnen, wie in einem Spiegel der Ewigkeit, die Dinge, die sind und die Dinge, die nicht sind. So wie Olli es schon gesagt hat, ist Fantastik nicht so sehr Flucht, als auch Lernen des Unterscheidens von dem Wirklichen und dem Nichtwirklichen. Und die Wirklichkeit zu erfahren, das tun wir am besten mit Büchern, und wir, die hier alle sind, lieben Bücher. Deshalb werde ich jetzt das Geheimnis lüften. Der Preisträger des diesjährigen Seraph 2015 Kategorie Bestes Buch ist Kai Meyer. Frankfurt. Er hat letztes Jahr mich laudiert. Heute gebe ich die Ehre zurück. Können wir das so beibehalten, bitte? Ja. So, machen wir das jetzt richtig. So, ganz offiziell. Dann gebe ich dir die Hand und den Umschlag lege ich dir hier hin. Falls du nicht mehr weißt, wer du bist, kannst du nachgucken. Ja, schönen guten Tag. Ich bekomme hier, glaube ich, ein extra Mikro, weil das so weit unten ist, oder was? Ja, ich bin wieder total unvorbereitet. Und ich habe wieder keine Rede vorbereitet, wie vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren dachte ich nicht, dass ich den Preis bekomme, weil ich zu sehr Mainstream bin. Heute habe ich gedacht, ich bekomme ihn nicht, weil ich ihn vor 2 Jahren schon hatte. Von daher, ja, ich freue mich wahnsinnig, das ist klasse. Ich habe natürlich mich vorher so ein bisschen kundig gemacht. Ich habe ganz kurzfristig vorher erfahren, wer es denn ist. Und natürlich dementsprechend ein bisschen nachgelesen. Und was ich ganz schön fand, er hat neulich ein Interview gegeben. Mit er verrate ich ja nichts, weil tragischerweise auf keiner Liste eine Frau stand. Romane zu schreiben ist eine echte Mannschaftsaufgabe. Und das fand ich einen ganz, ganz tollen Satz, weil es wirklich so ist, dass wahnsinnig viele Menschen mit so einem Buch beschäftigt sind, bis es dann beim Leser landet. Trotzdem können wir natürlich diesen Preis dann nur dieser einen Person geben, die sich daraufhin natürlich wie Kai ganz brav bedankt. Und der Seraph 2015 in der Kategorie Bestes Debüt. Ich weiß, ihr wollt Alkohol und Cupcakes, ne? Geht an Akram Elbahai mit Flammenwüste. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Das kommt jetzt auch sehr unerwartet. Ich war gerade nicht ganz sicher, ob das Zitat aus meinem Interview war oder nicht. Man vergisst ja auch ein paar Sachen, die man gesagt hat. Also, ich weiß, standardmäßig sagt man jetzt sowas wie, ich habe es nicht erwartet, und ich habe es wirklich nicht erwartet, weil die anderen beiden einfach echt zu gut auf der Liste waren. Aber ich habe es mir sehr gewünscht, ich habe es echt sehr gewollt, weil der Seraph ein toller Preis ist. Und wenn ich das jemandem erzählt habe, dann kamen die meisten Blicke zurück, sowas wie, ja, das ist toll, aber wieso du? Ne? Also das, ja, jetzt, vielleicht wisst ihr es jetzt. Thank you.